Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's super, super gut. In unserer Serie zum Thema Evangeliumsträger geht's halt um drei Leute, die einen riesen Einfluss in der Welt gehabt haben oder die Welt wirklich verändert haben. Versetz dich mal in die Zeit rein, wo die Leute gelebt haben. Das war etwa zwischen 500 und 600 Jahre her. In der Zeit war es nicht möglich, die Bibel in deiner eigenen Sprache zu lesen. Das heißt, wenn du an deinen Bücherschrank laufen bist, also damals gab es ja nicht wirklich einen Bücherschrank, aber stell dir vor, du läufst heutzutage an deinen Bücherschrank und nimmst deine Bibel raus, öffnest sie und dann stellst fest, die ist gar nicht in deiner Sprache, sondern die ist nur in Lateinisch oder in Griechisch. Und du sprichst aber kein Lateinisch und kein Griechisch. Ist ein bisschen schwierig dann, die Bibel zu lesen, richtig? Ein bisschen problematisch, aber das war genau der Fall. Das heißt, wenn du was von der Bibel hören wolltest, konntest du das sonntags in der Kirche tun. Und das ist ja auch gut, aber wenn du tiefer studieren wolltest und mehr lernen wolltest, musstest du die zwei Sprachen sprechen oder du konntest nicht mehr lernen. Und es ist nicht wunderbar, Gottes Wort zu lernen und zu lesen und zu studieren. Es ist so ein Segen. Aber wie gesagt, damals war das nicht so möglich. Ich erinnere mich noch dran, als ich meine DTS gemacht habe, meine Schule mit YWAM. Und damals war es so, dass die Schule auf Englisch war, war in San Francisco. Und die ganze Sachen, die in der Schule so angesprochen worden sind, also aus der Bibel, die waren ja in der englischen Bibel ausgelegt. Das heißt, die geben dir ein bestimmtes Kapitel und einen bestimmten Vers, ein bestimmtes Buch und dann klappst du auf und liest den. Und oftmals war es schwierig für mich, das zu verstehen. Aber wenn ich es verstehen wollte, dann habe ich meine deutsche Bibel daneben gehabt und habe es geöffnet und habe es dort lesen können. War wunderbar und wirklich super verständlich. Aber wie gesagt, das gab's in der Zeit nicht. Und da war dann ein junger Mann, der John Wycliffe. John Wycliffe hat ein Herz gehabt, die Bibel zu übersetzen, weil er wollte, dass die Leute wirklich tiefer studieren können und Gottes Wort besser verstehen können. Und wirklich auch für sich selber das erleben können und einfach Jesus dadurch näher kommen können. Deswegen übersetzt er die Bibel, aber er hat nur einen Teil, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er nur nicht die ganze Bibel übersetzt, aber einen Teil davon, einen großen Teil davon. Und dann waren 250 von den Bibeln, und da weiß ich jetzt auch nicht genau, ob das nur in der heutigen Zeit ist, wo noch davon überblieben sind, oder ob das in der damaligen Zeit war. Aber zumindest 250 Bibeln waren nicht so viele, richtig waren, aber sie war wenigstens der englischen Sprache damals möglich. Und dann kam der Martin Luther, der ganz bekannte deutsche Martin Luther, der Mönch Martin Luther. Und ihm lag es ans Herz, die Bibel aufs Deutsche zu übersetzen, sodass die Leute selber den Text lesen können und selber studieren können und lernen können. Das lag ihm so arg am Herz. Und er wollte Leute die Möglichkeit geben, das zu tun. Und dann ist er irgendwie ein bisschen festgesessen auf einem Boot, wo er sich ein bisschen versteckt hat. Und in der Zeit hat er die Bibel ins Deutsche übersetzt, von der griechischen Bibel. Damals, wie gesagt, war es in Lateinisch und in Griechisch hatten die Leute Zugriff drauf. Und wenn die halt die zwei Sprachen nicht gesprochen hast, dann hast du ein Problem, konntest du nicht studieren. Aber Wycliffe, wie ich es verstanden habe, der hat aus dem Lateinischen übersetzt und Luther hat die griechische übernommen und er hat dann auch einige Sachen ein bisschen anders verstanden. Von der griechischen Übersetzung her zum Deutsch. Und er hat dann die Möglichkeit geschaffen, in Deutschland, oder im Deutschland war ja damals nicht Deutschland, aber für die deutschsprechenden Raum, die Bibel in Deutsch zu hören und auch in Deutsch später zu lesen. Zu dem Zeitpunkt war es nicht so, dass es sich so einfach noch verbreiten konnte, aber da kam eine Erfindung dann, über die ich nächste Woche spreche, oder in zwei Wochen spreche wird, die das wieder noch weiter voranbracht hat. Und dann gehen wir jetzt wieder nach England rüber. Und in England war William Tyndale. William Tyndale hat wieder ein Riesenherz gehabt, die Bibel zu übersetzen. Und er hat sie übersetzt. Er ging weiter und weiter und weiter und hat die Bibel weiter und weiter übersetzt. Und seine Übersetzung existiert zum Teil heute noch. Und was interessant ist mit der Tyndale Bible, die Übersetzung wurde später von Bibelübersetzern sehr stark gebraucht, um die King James Bibel, die eine der
bekanntesten und meistbenutzten Bibeln im englischen Raum herzustellen. Ich glaube 75% vom Alten Testament und ich glaube 80 oder 90% vom Neuen Testament, was da in Bezug genommen worden ist für die King James von der Tyndale. Ist das faszinierend? Und wenn man jetzt mal schaut, in der heutigen Zeit haben wir Zugriff in der Bibel fast in allen Sprachen. Wenn ich sage fast, es fehlen immer noch etliche. Aber Wycliffe, die Bibelübersetzer, die sind schwer dran, die Bibel zu übersetzen auf einem geschriebenen Weg, um sie in jede Sprache auf der Welt zu bringen. Und die letzte Vision, die Lauren Cunningham von Gott gekriegt hat, war, die Bibel auf einem gesprochenen Art, also so gelesen sozusagen, in jede Sprache, in jeden Dialekt zu übersetzen. Jetzt stell dir vor, wenn du die Bibel in deinem eigenen Dialekt hören kannst. Für mich wäre das Schwäbisch. Wenn ihr die Bibel zu Schwäbisch hören könnt, wäre das nicht super. Wie würde das zu dir schwätzen, wenn du die Bibel auf Schwäbisch hörst und sie dann plötzlich da tiefer in die Reihe singen kann? Ist das nicht wunderbar? Und das ist so die Vision. Aber dafür braucht man Menschen, die mithelfen. Und dafür möchte ich dich herausfordern. Bist du begabt in Sprache? Bist du begabt vielleicht in deinem eigenen Dialekt? Wenn ja, dann tritt einem Team bei, um die Bibel zu übersetzen. Wenn nicht in dem Bereich begabt bist, ist auch okay. Vielleicht kennst du jemanden, wo begabt ist und kannst den ermutigen, helfen, die Bibel zu übersetzen. Dass auch die Länder und die Menschen, die noch keinen Zugriff auf die Bibel haben, in ihrer Sprache Zugriff kriegen. Ob es in einer geschriebenen Form ist oder in einer gesprochenen Form, ganz egal, aber dass sie Zugriff kriegen. Damit kannst du mithelfen. Und der dritte Weg, wie du helfen kannst, ist, jemanden finanziell zu unterstützen oder auf andere Art zu unterstützen, der die Bibel übersetzt. Weil das ist eine Herausforderung und es braucht Zeit und die Menschen brauchen Unterstützung. Das heißt, sie müssen ja auch leben, die müssen auch ihre Lebensmittel kaufen und haben Lebenshaltungskosten, richtig? Aber sei ein Teil davon. Bet drüber. Und sei ein Teil, wie die Bibel noch weiter verbreitet ist. Weil wenn man in der heutigen Zeit schaut, da kann eine Bibel praktisch fast in jedem Haus sein. Fast. In manchen Ländern ist das ein wenig nicht möglich, weil die es nicht erlauben. Aber theoretisch gesehen, von der Technologie her, könnten wir heutzutage eine Bibel in jedes Haus bringen. 500-600 Jahre her war das nicht möglich. Jetzt denk einfach mal drüber nach, welchen Teil du drin haben willst. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns zeigst, wo wir unseren Teil beitragen sollen, um die Bibel weiterzubringen. Es ist schon so ein weit verbreitetes Wort, dass jeder schon oder viele schon lesen können, aber es gibt trotzdem noch Menschen, die es noch nicht haben. Und Herr, zeig uns unsere Rolle drin. Zeig uns, wie wir da mitwirken können. Danke, Herr, dafür. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst dabei, die Rolle dann einzunehmen. Welches auch immer ist, hilf uns dabei. Leid uns damit. Danke, Herr, dafür. Und segne jetzt jeden, der das geschaut hat, und ermutige sie und gib ihnen neue Hoffnung und neue Perspektive und auch Ideen in dem Bereich. Danke, Herr Jesus. Wir lieben dich. Amen. Okay, vergiss nicht, entweder überleg, ob einem Team beitrittst, das die Bibel übersetzt, wenn du in guten Sprachen bist, oder find jemand, oder wenn jemand kennst, ermutig den, der guten Sprache ist, zu helfen, die Bibel zu übersetzen, oder unterstütze jemand finanziell, der die Bibel gerade übersetzt. Hab eine gesegnete Woche. Bis bald. Tschüss.